Hallo Freunde! In diesem Video beschäftigen wir uns mit den heutigen Griechen. Wenn es unter meinen Zuschauern Historiker oder Gelehrte gibt, welche diese Fakten widerlegen möchten oder können, so bitte ich diese mich per Direktnachricht zu kontaktieren. Die Griechen, lateinisch Greci, der Bezeichnung für die griechisch sprechenden Völker der Antike, etymologische Herkunft nicht sicher geklärt. Nochmals. Die griechisch sprechenden Völker der Antike. Wie man hier sehr gut sieht, handelte es sich bei den Griechen um griechisch sprechende Völker. Nicht ein Volk, sondern Völker. Wie bereits in einem anderen Video erklärt, war Griechisch eine Verkehrs- bzw. Ausgleichssprache. Den Link zum Video Verkehrssprache, Ausgleichssprache findet ihr in der Beschreibung. Wie kann es sein, dass der Term Grieche erst nach der Gründung Griechenlands an Bedeutung gewinnt, obwohl er historisch gesehen gar keine Rolle spielt? Kann es sein, dass die alten Griechen gar keine sogenannten Griechen waren? Kann es sein, dass sie sich Pelasger genannt haben? Was denkst du, kann es sein, dass Griechenland eine Erfindung war des 19. Jahrhunderts? Kann es sein, dass die eigentlichen, echten sogenannten alten Griechen in Wirklichkeit die Vorfahren der heutigen Albaner waren? Da ich euch zeigen möchte, dass die sogenannten Griechen vor der Gründung Griechenlands am 25. März 1821 eine andere Identität hatten, werden wir auf einige sogenannte griechische Figuren eingehen. Hier möchte ich euch einen Ausschnitt eines Videos zeigen, welcher gut zu unserem Thema passt. Maria ist Historikerin und hält unter anderem auch Vorträge an der Universität von Athen. Στο Πανεπιστήμιο ως φοιτήτρια, κανείς ποτέ δεν μας έχει μιλήσει ποτέ λεπτά. Η αίσθησή μου ήταν ότι όλοι είμαστε όλα. Ναι, και ότι είμαστε όλοι αυτό που νομίζουμε. Και... πολύ προσπάθεια, αλλά μου φαινόταν ότι δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον και δεν έδινα τόσο προσπάθεια. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να κάθομαι. Τι, είμαι φοιτήτρια της ιστορίας, πρέπει να μάθω ιστορία. Τι γίνει, μόνη μου, να μπω. Και έβαλα μόνη μου. Λέω, θα πηγαίνω στο 3 ώρες, ξέρω εγώ, 4 ώρες και θα διαβάζω στη βιβλιοθήκη. Και επέλεξα μόνη μου να διαβάζω την Επανάσταση του 21 γιατί δεν την ήξερα καθόλου. Πριν τώρα σας πω ότι έπαθα 5 συγκοπές όταν τη διάβασα από τις πηγές της, όχι 5, 105, έκλαιγα. Νύχτες έκλαιγα, γιατί εντάξει. Από την άλλη, εντάξει, έχει και τα ηρωικά και όλα. Αλλά μέσα σε αυτό έβλεπες αυτά που σας διάβασα. Κάθε τόσο κάποιος μιλούσε αλβανικά, το φώναζε αλβανικά, το σύνθημα αλβανικά, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ είχαμε Αλβανούς, κάθομαι και διαβάζω για τους Αλβανούς, παίρνω τα βιβλία που έχουν βγει για τους Αλβανούς και άρχισα να καταλαβαίνω τους Αλβανίτες μας και όλα αυτά. Και μέσα στις γλώσσες που προσπάθησα να μάθω, εξ αυτού ήταν και αλβανικά. Um den ganzen Vortrag von Maria zu hören, habe ich euch das Video in der Beschreibung verlinkt. Die Übersetzung ist zwar nicht die beste, doch zumindest versteht man den Inhalt. Ioannis Kapodistrias. Jugend und erste griechische Karriere. Ioannis Antonios. Graf Kapodistrias. Nach dem Ort Kapodistria, aus dem seine Familie vermutlich im 14. Jahrhundert nach Korfu eingewandert war, studierte in Padua und Venedig Philosophie und Medizin. Nach der Rückkehr in seine Heimat, wo inzwischen 1797 die illyrischen Provinzen unter Frankreichs Oberhoheit gekommen waren, schlug er eine diplomatische Laufbahn ein. Wie hier zu lesen ist, hieß dieses Territorium damals nicht Griechenland, sondern war Teil der illyrischen Provinzen. Kommen wir zur nächsten Person. Theodoros Kolokotronis. Theodoros Kolokotronis, geboren am 3. April 1770 in Ramavoni, Messenia, Griechenland. Gestorben am 15. Februar 1843 in Athen, war ein griechischer Freiheitskämpfer, Partisanenführer und Generalfeldmarschall in der Revolution von 1821. Warum hört man aber niemals von seinem echten Namen und seiner wahren Identität? Sein eigentlicher Familienname war Bit Guri. Er war Avanite und sprach Albanisch im avanitischen Dialekt.
Georgios Karaiskakis. Georgios Karaiskakis, geboren 1782 in Skolikaria, heute Gemeinde Georgios Karaiskakis, Epiros. Gestorben am 5. Mai 1827 in Athen, war ein General des griechischen Unabhängigkeitskriegs. In der siebten Zeile steht, sein Vater Dimitris Iskos oder Karaiskos war Armatol. Was sind denn diese sogenannten Armatolen? Als Armatol, auf Griechisch Armatoli, auf Deutsch Bewaffnete, bezeichnet man Rebellen im Freiheitskampf der Awaniden gegen die osmanische Herrschaft. Wie man hier liest, war es ein Freiheitskrieg der Awaniten gegen die osmanische Herrschaft. Warum redet man dann immer von sogenannten Griechen, obwohl sie gar keine Griechen waren? Die Awaniden, auf Griechisch Awanites, Awanitisch oder Arbaresch, sind eine bilinguale und kulturell eigenständige Bevölkerungsgruppe in Griechenland, deren Angehörige albanischstämmig sind und teilweise noch heute einen archaischen toskischen Dialekt der albanischen Sprache sprechen. Die Armatolen waren anfangs Milizeinheiten, die aus christlichen Awaniten bestanden und von den osmanischen Herrschern mit lokalen Polizeiaufgaben in bestimmten Bezirken betraut waren. Hier seht ihr eine kleine Auswahl an berühmten Armatolen bzw. Awaniten. Der letzte Name auf der Liste erinnert mich an einen anderen bekannten Awaniten bzw. Sulioten, welcher berühmt wurde durch seine vielen Massaker an muslimischen Albanern. Nur so als Info, dieser kranke Mann hat seine eigenen Landsleute massakriert, nur weil sie den muslimischen Glauben angehörten. Auf Napoleon Servas kommen wir in einem anderen Video zu sprechen. Napoleon Servas, geboren am 17. Mai 1891 bei Arta, gestorben im Dezember 1957 in Athen. Er war ein griechischer Offizier und Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkrieges. Servas wurde in Arta, Epirus geboren und war suliotischer Abstammung. Um die Volkszugehörigkeit der Sulioten streiten sich Griechen und Albaner, was den aktuellen Disput der Minderheitenrechte im albanischen Nord-Epirus und griechischen Süd-Epirus widerspiegelt. Angehörige beider Völker sehen im Kampf der Sulioten gegen die Osmanen einen heldenhaften nationalen Einsatz, der zur Gründung ihres modernen Staates beigetragen habe. Ursprünglich waren die Sulioten jedoch Chamen, also ethnische Albaner. Nach der maßgeblich von den Sulioten erkämpften Befreiung Griechenlands ab 1821 war die albanische Sprache für wenige Jahre als Amtssprache auch im Parlament in Verwendung, bis sie nach anschließenden Einwirkungen russisch-orthodoxer Oligarchen in Griechenland ab 1827 in öffentlichen Bildungssystemen und Ämtern wie schon zuvor unter dem Osmanischen Reich verboten wurde. In Folge darauf gingen die albanischsprachigen Gemeinschaften nicht selten in die griechische Nation über. Im sogenannten griechischen Parlament wurde also mehrere Jahre Albanisch gesprochen. Woher diese Angst gegenüber der albanischen Sprache? Warum versuchten sowohl Osmanen und auch Slawen diese Sprache zu bekämpfen und verboten sie? Kann es sein, dass die albanische Sprache die älteste auf dem Balkan ist und diese darum so massiv bekämpft wurde, und noch heute bekämpft wird? Spätestens im 19. Jahrhundert waren die Sulioten weitgehend gräzisiert, jedoch blieben erhebliche Reste ihrer albanischen Umgangssprache erhalten, wovon das von Markos Botsaris verfasste griechisch-albanische Wörterbuch zeugt. Die Gräzisierung ist die Assimilation Fremder in die griechische Sprache und Kultur sowie die griechische Wiedergabe fremder Namen im europäischen Kulturkreis. Markos Botsaris, geboren 1788 in Suli, Region Epirus, gestorben am 21. August 1823 bei Karpenisi, Evrydania, war ein militärischer Führer der Sulioten während der griechischen Revolution. Hier möchte ich euch eine weitere Liste berühmter Awaniden bzw. Albaner zeigen, welche wichtige Positionen in der sogenannten griechischen Armee und im sogenannten griechischen Staat innehatten. Das Interessante ist, dass so viele Albaner Ministerpräsidenten Griechenlands waren.
Und das ist nur eine kleine Liste berühmter Arvaniden bzw. Albaner im sogenannten Griechenland. Merkwürdig, dass praktisch alle, welche für die Unabhängigkeit gegen die Osmanen gekämpft hatten, Albaner bzw. Arvaniden waren. Komisch, dass so viele Ministerpräsidenten des sogenannten Griechenlands Albaner bzw. Arvaniden waren. Und auch sehr seltsam ist, dass Albanisch mehrere Jahre Amtssprache im sogenannten griechischen Parlament war. Wie bereits in einem anderen Video gesagt, ist die griechische Sprache eine Verkehrs- bzw. Ausgleichssprache. Den Link zum Video Verkehrs- bzw. Ausgleichssprache findet ihr in der Beschreibung. Die griechische Sprache oder auch Koiné ist eine im Labor entwickelte künstliche Sprache, welche von vielen Völkern gesprochen wurde und auch heute noch gesprochen wird. Sie dient der Kommunikation der verschiedenen Völker. Das heutige Griechenland ist im Gegensatz wie von dem griechischen Staat behauptet ein Vielvölkerstaat und hat rein gar nichts mit einem homogenen Staat zu tun. Im heutigen Griechenland leben also Slawen, Anatolen, Romer, Arvaniden und andere Ethnien, wobei die größte Ethnie die albanischstämmigen Arvaniden sind. So wurden zum Beispiel beim Bevölkerungsaustausch von 1923 muslimische Albaner und im Allgemeinen Muslime in die Türkei deportiert und orthodoxe Menschen aus Anatolien nach Griechenland geholt. Das Thema Bevölkerungsaustausch von 1923 zwischen dem Osmanischen Reich und Griechenland werden wir in einem anderen Video separat behandeln. Grieche ist somit jeder, der Griechisch spricht, christlich-orthodox ist und teilnimmt an der griechischen Schule und Ideologie. Somit kann also jeder Grieche werden, der diese Kriterien erfüllt. Nochmals. Griechenland ist eine Erfindung der letzten 200 Jahre, welche von Prinz Otto von Bayern und den Russen gezielt so kreiert wurde, um die Geschichte Europas und Illyriens bzw. des Balkans zu manipulieren. Die sogenannten alten Griechen waren gar keine Griechen und haben rein gar nichts, mit Ausnahme der Arvaniden mit den heutigen Griechen zu tun. Der Term Grieche existiert erst seit der Gründung Griechenlands und hat geschichtlich gesehen gar kein Gewicht. Die alte, autochthone Bevölkerung Griechenlands waren und sind noch heute ausschließlich die albanischstämmigen Arvaniden. Sollte irgendjemand im Besitz einer alten Landkarte sein, welche vor der Entstehung Griechenlands entstand, und den Term Grieche oder Hellene im heutigen Griechenland aufweist, so bitte ich euch mich per Direktnachricht zu kontaktieren. Viel Glück beim Suchen, denn ihr werdet keine alte Landkarte finden mit dem Term Grieche oder Hellene. Sollte es unter meinen Zuschauern Gelehrte oder Historiker geben, welche diese Fakten widerlegen können oder wollen, so sind diese herzlich eingeladen, mich per Direktnachricht zu kontaktieren. Abonniert diesen Kanal für weitere spannende Videos zu Illyrien und lasst einen Like oder Dislike hier. Übrigens habe ich euch in der Beschreibung einige passende Bücher zu diesem Thema verlinkt.